Liga Topmontag. Die besten Levels und Missionen in Videospielen. Community Vote Nummer 1. Community-Folge, Top-Montag, jetzt kommen die Plätze, die ihr hier reingewählt habt, die Levels und Missionen, angefangen mit Alan Wake und dem Konzert, und dem kann ich zumindest teilweise nur zustimmen, weil das fand ich auch verdammt cool. Ja. Und hier geht es speziell um den einen Abschnitt, wo man auf eine Farm kommt und da steht dann auf einfach mal eine Rockbühne rum. Nee, die gehört ja tatsächlich den zwei Rockerbrüdern, die, ich glaube, im Altenheim gelandet sind. Mhm. Und die haben immer, glaube ich, so dieses Festivalkonzert oder so veranstaltet und deswegen steht da diese Bühne. Und deswegen sind auch eben diese Pyro-Effekte und Lichtshow und so weiter alles da, mit der man sich dann gegen die anrückende Armee der Finsternis, hätte ich fast gesagt, erwehren kann und muss. Und das ist schon sehr, sehr effektvoll und macht viel Spaß. Ich erinnere mich zumindest dran, dass ich da saß und dachte, okay, das sieht schon nach was aus. Von dem Level höre ich immer. Ich höre immer, dass das ganz toll sein soll. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass in einem Spiel, was so viel mit Licht arbeitet, ein Rockkonzert mit Pyrotechnik und Effekten und sowas, sicherlich eine wahnsinnig interessante Nummer ist. Und es sieht halt einfach lustig aus. Es sieht allerdings auch so ein bisschen aus, als ob es die eigentlich ja doch Horror-Atmosphäre von Alan Wake vielleicht mal momentan so ein bisschen untergräbt. Also das ist auch hier der Fall, dass es halt, du hast halt dieses Horrorspiel, was immer düster ist, und diesen Typen, der versucht, dieses Mysterium zu lösen, um diesen Ort, in dem er da sich befindet, und die Dunkelheit, die ihn verfolgt. Und dann kommst du halt auf eine Rockstage mit deinem besten Kumpel. Es läuft Heavy Metal im Hintergrund und zu Pyrotechnik ballerst du diese Kreaturen da weg. Das ist halt so ein aufheiternder Badass-Moment eigentlich, der relativ spät im Spiel kommt und trotzdem irgendwie wunderbar passt. Nee, ich mochte ja Alan Wake sowieso grundsätzlich eigentlich ganz gerne, weil ich Stephen King-Fan bin und die Story eigentlich schon relativ klar von Stephen King geklaut war. Und von daher war auch diese Spielmechanik, die an manchen Stellen schon ein bisschen seltsam war, aber an anderen Stellen auch sehr, sehr gut funktioniert hat, nämlich dass man mit Licht so die Schattenkreaturen besiegen konnte, hat schon sehr, sehr gut funktioniert. Und auf dieser Bühne hatte ich, glaube ich, das erste Mal das Gefühl, dass ich mächtig genug war. Mhm. Dass ich nicht die ganze Zeit das Gefühl hatte, okay, wie überlebe ich jetzt die nächsten Minuten, sondern dadurch, dass die ganze Zeit was geblitzt und Licht und hier so, da kam man schon ganz gut rum. Community Road Nummer 2. There is no crane. They're all over me. Holy scarecrow. Get me out of here! Please, someone! Das hätte ich beinahe auf meiner persönlichen Liste gehabt, aber immer wenn ich irgendwie Batman Arkham Asylum bringe, dann drehen die bei Giga schon mal die Augen. Oh, Leo schon wieder, ey. Du und dein Batman-Fetisch. Ja, tut mir leid, ich liebe die Arkham-Spiele, ich liebe Batman und ich mochte diese Levels sehr gerne. Ich fand es nämlich unglaublich erfrischend, weil es auch so unvermittelt kam. Also weil Scarecrow vergiftet ja einen mit seinem Puderdampfzeug. Und dann wechselt halt auch irgendwie das gesamte Spiel so ein bisschen von der Spielmechanik, weil man dann eben in Batmans kranker Fantasiewelt dann eben unterwegs ist. Und das war schon, ich wusste beim ersten Mal spielen ehrlich gesagt nicht, was da gerade abgeht, aber ich war schon drin, das muss ich sagen. Sie haben sich ja so ein bisschen angekündigt, dadurch, dass Batman angefangen hat zu husten in bestimmten Passagen, und dann ging es los. Also es war jetzt nicht der größte Mindfuck aller Zeiten. Aber ich finde diese Idee sehr nett, sehr reizvoll, in Batmans Psyche gegen Scarecrow anzutreten, weil du kannst de facto Scarecrow anders als genau. Bösewicht ja nicht realisieren in einem Spiel. Ja, und wenn wir jetzt im neuen Spiel auch ein bisschen mehr von Scarecrow sehen, dann können wir eigentlich erwarten, dass diese Passagen in gewisser Weise vielleicht auch wieder zurückkehren. Naja, das Schöne ist ja, durch Scarecrow hat man ja so ein Element des Übernatürlichen drin, weil es eben in diese Fantasiewelten übergeht. Und da hat man sehr, sehr schöne Möglichkeiten, dann auch spielerisch mal was umzusetzen. Und von daher hoffe ich tatsächlich, dass sie da sich auch wieder ein bisschen mehr
mehr Freiheiten geben, was ihn angeht. In Arkham City gab es ja auch so ein, zwei Versuche, das zu machen, indem sie dann, glaube ich, was war denn das, Ra's al Ghul, Tochter, ja, genau, gibt dir da irgendwie diesen Scheiß und dann bist du auch in so einer Fantasiewelt unterwegs. Hat aber nicht ganz so gut funktioniert. Genau, weil dieses Scarecrow noch dieses Monstermäßige noch mit rüberkam, das hat tatsächlich da sehr gefehlt, ja. Ich finde, es ist halt so schön konsequent, auch dass es nicht nur diese eine Passage ist, an die man immer denkt, wenn man sagt, Scarecrow-Level in Arkham Asylum, wo halt dieser Riese in der Mitte steht und du dich außen herum schleichen musst, sondern auch dieses ganze Vorspiel, was ja durchaus eine Weile geht, dass er auch in dieser Leichenhalle quasi ist und seine Eltern dann da plötzlich sieht, dass das Spiel scheinbar abstürzt, aber eigentlich ja doch nicht abstürzt, sondern mit einem anderen Intro startet. Solche Geschichten. Das ist sehr nett. Ich mag auch den, also diesen Gang, der absurd lang wird innerhalb dieses, ja. Und dann am Ende verwandelt sich Batman plötzlich in den kleinen Bruce im Anzug und findet nochmal die Leichen seiner Eltern und so. Das ist ja immer das große Trauma. Ich weiß übrigens nicht, ob die meisten Leute das hier assoziieren oder nicht vielleicht doch eher die Absturzszene, weil die Absturzszene wird sehr gehypt. Also das stimmt, und ja, auch nicht völlig zu Unrecht, aber ja, ich sag mal, sowas Ähnliches haben wir nochmal erlebt. Das hier finde ich aber halt sehr cool, weil es ist ansonsten für, also so bodenständig wie Batman sein kann, normalerweise ist Arkham ein recht bodenständiges Spiel mit normalen physischen Bossen und sowas. Und das hier ist halt einfach nur wert, nicht wahnsinnig. Community Road Nummer 3. What have I done? Fahrenheit, das ist hier das erste Level, in Anführungszeichen, was ihr gewählt habt. Die Flucht aus dem Café, wo man am Anfang diesen Mord in der Zwischensequenz begeht und dann quasi das Ganze verdecken muss und fliehen muss aus diesem Ort, weil man ja gar nicht weiß, warum man das gemacht hat, was man da gerade gemacht hat. Und das hat mich damals auch total geflasht, ehrlich gesagt, weil es so das erste Mal war, dass ich überhaupt so eine Art Spiel gespielt habe, die wirklich in Teilen mehr Film ist als Spiel, wo du parallel im Splitscreen gesehen hast, was noch so abläuft und so. Das hat das so einen richtigen Druck gehabt. Also ich fand das damals sogar relativ verstörend. Irgendwie, man wird irgendwie gleich damit konfrontiert, dass man in gewisser Weise auch nicht so der nette Typ von nebenan ist, sondern einfach mal gerade jemanden in Trance um die Ecke gebracht hat und zwar nicht gerade unblutig. Es ist auch eine extrem unübliche und sehr reizvolle Art, ein Spiel zu beginnen. Überhaupt nicht, wie viele Spiele. Spiele beginnen oft mit irgendeinem Knall, irgendwas, was die Story auslöst und so weiter. Aber das hier, dieses Paranoide, was ist hier eigentlich passiert? Was hat meine Figur, was habe ich eigentlich gerade getan? Ja. Und wie du gerade gesagt hast, dann gibt es zum Beispiel diese Blende zu dem Polizisten, der direkt im Raum davor ist. Und das kann die Spielfigur ja eigentlich nicht wissen, aber du als Spieler denkst ja so, okay, fuck, ich habe offenbar gerade jemanden umgebracht, außen ist ein Polizist, was tue ich jetzt? Und das ist alles, zu dem Zeitpunkt weiß man ja noch gar nicht, wie Fahrenheit so läuft. Und wenn man nicht gerade schon weiß, dass Quantic Dream so ein bisschen anders ticken als andere Spielestudios, kann es einen wirklich flashen. Außerdem ist es eines der wenigen Spiellevels, in dem man putzen darf. Richtig. Hat man dann eine unterschätzte Spielmechanik. Ist ein ganz komischer Druck, der aufgebaut wird, weil eigentlich hat man was Böses getan, aber gleichzeitig hat man diesen Fluchtinstinkt ja auch. Und wenn man da noch an genug Sachen denkt, das geht unglaublich gut aus. Zumal man dann ja auch später nochmal den Tatort wieder besucht, dann aber auf der anderen Seite. Genau, und je nachdem, wie gut man dann seine Spuren verwischt hat, desto mehr Hinweise findet man dann natürlich auch auf den Täter und desto leichter wird man dann eben auch überführt. Genau, das ist fand ich faszinierend. Also da ist das dieses Konzept so super aufgegangen und das gleich am Anfang zu haben, das ist Respekt an Herrn Cage. Das ist also super funktioniert, so gut wie nie wieder in der gesamten Spieleserie, die Quantic Dream da hochgezogen hat. Ich fand auch ehrlich gesagt die Stelle oder Fahrenheit in Teilen spielerisch spannender, als es dann Heavy Rain nochmal war. Das war auch sehr coole Situation gemacht hat, aber diese Splitscreen-Nummer zum Beispiel gab es ja nicht nochmal. Ich meine, das war sehr 24 und so und auch der Zeit behaftet, aber da hat es irgendwie gut funktioniert. Richtig. Community Road Nummer 4. All right, keep in step with me. Don't fall behind. Daran, dass das nicht bei uns drauf war, bin ich nicht schuld. Ja, ich hatte das auf meiner Liste. Ich hatte das, glaube ich, sogar als erstes auf meiner Liste.
Weil das weiß ich nicht mehr, aber du hattest es auf jeden Fall auf deiner Liste. Und dann hat euer prinzipieller Unwille, irgendwas mit Gears of War auf einer unserer Listen zu nehmen, uns das versaut. Aber man muss wirklich sagen, also egal, ob man Gears of War-Fan ist oder nicht, es gibt in der Spielgeschichte ein paar Levels, die im Inneren einer großen Kreatur spielen. Nicht so viele, aber ein paar. Und das hier ist so eine witzige Idee, weil du hast sowieso diese Space Marines mit Kettensägen an ihren Waffen. Und du kannst diesen Wurm, diesen riesigen Wurm, in dem du bist, von innen her nur töten, indem du so eine Art improvisierte Herzoperation an ihn durchführst und seine Arterien durchsägst. Und das finde ich so eine lustige Idee. Also ich weiß nicht, ich mochte dieses Level richtig gerne. Ja. Auf jeden Fall kämpft man sich quasi vom hinteren Teil dieses netten Würmchens bis zum Herzen vor, wo man dem Vieh dann auch den Gar ausmachen kann. Bevor man dann quasi in die Bedrulli kommt, im Blut durch die aufgeschnittenen Arterien zu ertrinken. Also da kommt wirklich alles unschön zusammen. Und was ich auch sehr makaber fand, man findet ja auch in den Gedärmen des Tiers, in der Magensäure liegen quasi noch Kameraden von dir, die das Tierchen dann verspeist hat davor. Die sind schon ein bisschen, naja, angeknackst, könnte man sagen, und erzählen dann noch quasi die Lebensgeschichte und grüßt auch meine Frau von mir. Ja, ich mache Urlaub. Genau. Läuft. Ich hatte nur noch einen Tag bis zur Rente. Oder das war mein erster Tag. Sehr ärgerlich. Na, aber das ist auch noch relativ eigen in dieser Reihe von ja nicht so vielen Spielen, in denen man das macht. In Dead Space gibt es auch so einen Moment, wo man in einem Viech drin ist und sich da dann so rauskämpfen muss. Aber da war es total langweilig. Da wirst du ja so reingesaugt, musst dann drei Dinger platt machen und fliegst wieder raus. Hier gehst du ja wirklich eine Weile durch so Gänge durch, Darm oder was auch immer, wo man da sein soll. Und wirst dann ausgespuckt und das ist irgendwie schon witzig. Du wirst nicht ausgespuckt, das muss ich kurz korrigieren. Das Ende dieses Levels ist auch nochmal großartig, denn sobald du diese drei Arterien zum Herzen durchgetrennt hast, füllt sich der Wurm innen mit Blut. Du neigst dazu zu ertrinken und dann musst du dich aus der Seite raussägen, bevor du im Blut des Wurms ertrinkst. Und die kommen alle raus, sind völlig beschwannert mit Blut. Und also, du hast diese Macho Marines, denen eigentlich nichts irgendwie an die Nieren geht. Also, die kommen raus und ich will diesen Job nicht mehr machen. Das ist irgendwie sehr cool. Community Road Nummer 5. These must be all the ships that tried to make it through the Omega 4 relay. Some look ancient. Wir hatten was vom Mass Effect drauf und deswegen haben wir die hier eigentlich nicht genommen, aber die Suicide Mission verdient eigentlich auch. Sie wurde auch so verdammt oft genannt von euch, weil es da richtig, richtig viele Fans gibt, also ja sowieso sehr viele Mass Effect Fans, aber auch immer die Suicide Mission als erstes genannt, noch vor Vermeier Assault, den wir drin hatten, was auch zum Teil meine Schuld war, aber jetzt begradigen wir diese Situation sozusagen, indem wir hier die Suicide Mission nochmal ehren. Also ich muss jetzt mal zu meiner Verteidigung meiner Ehre sagen, dass ich die Suicide Mission schon in unserer Hauptliste sehen wollte, aber da leider überstimmt wurde. Ja, zu Recht. Die Suicide Mission ist halt das unheimlich ambitionierte Finale eines Spiels, bei dem dann ganz viele Punkte zusammenlaufen. Also wie hast du Shepard gespielt, welche Entscheidungen hast du getroffen? Und es ist eine der wenigen Missionen der Spielgeschichte, in der nicht nur deine Party sterben kann, sondern auch dein Protagonist. Und trotzdem kriegst du halt ein vernünftiges Spielende auch noch. Sie ist auch so durchinszeniert. Ja? Die Upgrades, die du deiner Normandy die in mühseliger Kleinarbeit verpasst hast, machen sich endlich bezahlt und du kannst in Gefechten rummachen und dann musst du in deiner Party bestimmen, wer an welchem Platz geht und sowas. Und je nachdem, ob du falsche Entscheidungen triffst, können die Leute aufs Maul kriegen und sowas. Also die Suicide Mission ist beeindruckend inszeniert, spielerisch gut, wenn man auf Mass Effect das Gameplay steht. Ja. Und ich habe die auch noch in sehr guter Erinnerung. Und ich glaube, das war auch so ein Moment, wo ich dann hinterher mich zurückgesetzt habe und gedacht habe, gutes Spiel. Auf jeden Fall. Ja. Also ich finde, das ist einfach einer der irgendwie bewegendsten Momente in Mass Effect 2, weil so unheimlich viel auf dem Spiel steht. Und ich war mir am Anfang, glaube ich, gar nicht bewusst, dass man theoretisch alle Charaktere da wieder auch mit rausretten kann. Hast du das nicht geschafft? Nee. Echt nicht? Nee. Wen hast du geopfert? Nee, also ich habe da neu geladen, gewusst habe. Wer war denn? Oh, ich kann mich gar nicht mehr so genau dran erinnern. Ich glaube, es war sogar nicht nur einer. Echt? Oh, okay. Ja. Weil ich habe es tatsächlich geschafft, die alle heil wieder rauszuholen.
gleich beim ersten Versuch. Gleich beim ersten Versuch. Nicht schlecht. Da gibt es ja so ein paar Momente, wo das knapp wird, aber das hat alles sehr, sehr gut geklappt. Das ist halt ein unglaublich cooles Spielfinale, was so eine Epik hat, die auch Mass Effect in dem Moment nur haben kann, weil du halt dieses ganze Spiel schon damit verbracht hast, deine Crew zusammenzusuchen, dich mit denen quasi zu verbinden durch die Mission, die du für sie machst. Dann wird die Bedrohung im Nebenher immer so aufgebaut und du weißt ganz genau, was am Ende auf dich zukommt und dass du dafür die ganze Power brauchst, die du gerade gesammelt hast. Und das wird dann da halt so schön kanalisiert und macht einfach nur Spaß und hinterlässt eben einen bleibenden Eindruck im Gegensatz zu seinem Nachfolger, finde ich. Das war's mit Top Montag und den besten Levels und Missionen. Nächste Woche kommt ein neues Thema, da küren wir nämlich die craziest Motherfuckers in Videospielen. Ihr könnt ja da schon mal eure Kandidaten wählen. Bis dahin könnt ihr dort zwei Bonusplätze euch angucken und auf der anderen Seite kommt ihr zur letzten Top Montag Serie. Viel Spaß!